Moin Leute, hier ist schauen-angeln.de. Wir sind hier mitten auf der Anspo und werden gleich mal zu dem Stand von SEPCO Europe rüberschauen. Dort werden wir mit Freek Pedersen sprechen, er ist der Marketing Manager. Und da werden wir schauen, was die so für Neuheiten am Start haben. Kommt mit! So, ich stehe jetzt am Stand hier von SEPCO Europe. Neben mir steht der Marketingleiter Freek Pedersen. Freek wird uns einige Sachen zeigen, die Neuheiten für 2013. Was mir im Vorfeld aufgefallen ist, es hat sich ja unheimlich viel in allen Bereichen getan. Was möchtest du uns denn als erstes zeigen? Ja, das ist unglaublich schwer, weil der Angler ist ja nicht mehr nur Angler, der sein Sargblei in den Teich haut, um es so platt zu sagen, sondern man spezialisiert sich heute ja sehr stark. Und wir haben ja alleine 6 Weltmarken bei uns im Programm und davon jede Marke entwickelt sich weiter. Dementsprechend haben wir mal eben schlanke 1500 neue Produkte zur kommenden Saison. Und da ist es ziemlich schwer, die einzelnen herauszupicken. Aber es ist natürlich ohne Frage so, dass Spinnangeln heutzutage eine ganz große Rolle spielt. Das ist eine der boomenden Angeltechniken, weil Leute sich einfach dafür begeistern können, ein ausgewogenes, leichtes Gerät in den Händen zu halten, dann die Adrenalinschübe zu spüren, wenn der Barsch oder der Zander den Kunstköder attackiert. Das macht vielen Leuten Spaß und das ist sicherlich eines der großen Entwicklungsfelder, das wir in diesem Jahr auch besonders beackert haben. Okay. Im letzten Jahr präsentierten wir erstmalig Rollen in Skelettbauweise. Die zeichneten sich dadurch aus, dass sie die ursprüngliche Festigkeit hatten von Metallrollen. Sie sind auch immer noch aus Metall, aber durch das Weglassen von Metall an überflüssigen Stellen sind sie heute viel, viel leichter als zuvor. Smoke und Exo. Und passend dazu haben wir jetzt uns gesagt, die Exo-Routen hatten wir im letzten Jahr schon. Jetzt wollten wir eine Smoke-Routenserie ganz speziell für europäische und vor allen Dingen deutsche Bedürfnisse produzieren. Und die stehen jetzt neben mir und die zeige ich euch jetzt einmal. So, hier sehen wir jetzt schon die legendäre Smoke-Route, die jetzt brandneu rausgekommen ist. Freek, was ist denn eigentlich das Besondere an dieser Route? Smoke steht eigentlich zunächst einmal vom Namen nach für ein Designkonzept. Stealth, Stealth-Bomber, also schwarz, matt, nichts Glänzendes. Ob man es mag, es gibt Leute, die mögen es mehr bunt, aber der Deutsche mag durchaus diese sehr gedeckten Farben. Und die Smoke-Route selbst ist auch genauso schwarz, matt und so gehalten. Das ist aber nur Design. Den Angler interessiert ja nicht nur Design, sondern vor allen Dingen Aktion. Und das ist Route aus hochmodellierten Kohlefasern, extrem steife Aktion mit fantastischen Komponenten. Allein der Rollenhalter ist von Alps, eine Nobelmarke im Rollenhalterbau mit ganz tollen Ausfräsungen, die optisch wunderbar zur Smoke-Rolle passen, mit ganz toll gefrästen Schraubgriffen, die die Rolle super gut festhalten. Dann sehen wir hier Aussparungen, die, wenn ich die Route führe, dass ich den Zeigefinger immer am Blenk habe. Damit habe ich eine viel bessere Bisserkennung. Und hier hinten habe ich einen Tiger Wrap, eine ganz tolle Erfindung eines unserer Teamangler, wie man die Route noch hinten verziert. Wir haben hinten Balancegewichte, damit jeder die Route für sich optimal einstellen kann, je nachdem, welche Rollengröße er verwendet. Ringe, die das Umschlagen von Geflechtschnur ganz, ganz zielsicher verhindern. Und dann eben die straffe Aktion bei insgesamt niedrigem Rudengewicht. Das ist der verlängerte Arm für den modernen Spinnfischer 2013. Das klingt richtig gut. Okay, darf ich mal ganz kurz gucken? Also absolut qualitativ, auch die Verarbeitung macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Die Aktion gefällt mir persönlich auch sehr gut. Ich mag das, wenn die Aktion ein bisschen steifer ist. Und ich freue mich schon mal, so ein Ding irgendwann mal zu besitzen. Da wirst du demnächst mal mit angeln. Dafür werden wir schon sorgen. Die Welt ist eine Kugel, die Welt des Anglers ist ein Boilie scheinbar. Freek, wir stehen jetzt hier vor den neuen Produkten, vor den neuen Boilies. Was kannst du uns denn darüber erzählen? Ja, wir haben leider keinen Großfernsehen. Wir sind hier am Stinkertresen. Wir haben hier 2 neue Boilies, die wir für die deutschen Angler vor allen Dingen entwickelt haben. Der eine heißt Rubby Dubby, ist ein Boilie mit echten Fischstücken drin. Und der zweite heißt Yellow Zombie. Und das ist dann, wem die Nasenscheidewände davon weggeätzt sind, der riecht dann den Wohlgeruch der Ananas hier. Die beiden haben wir entwickelt. Und das Besondere an denen ist die wiederum natürliche Inhaltsstoffe. Ich habe den hier, den habe ich ganz besonders lieb gewonnen. Hier sehen wir nämlich hinten auch die richtige Fischflosse von einem kleinen Fisch hinten drin. Wahnsinn, ne? Also in dem Rubby Dubby sind echte Fischstücke drin. Das macht ihn ein bisschen inhomogen, wie man sieht. Also er hat durchaus Löcher, er ist nicht hundertprozentig rund. Es gibt Karpfenangler, die viel mit dem Wurfrohr füttern, die werden sagen, taucht ja dafür nichts, das mag sein. Der ist also dafür nicht hundertprozentig geeignet, dafür haben wir unseren Bloody Chicken oder eben auch unseren Yellow Zombie, die dafür wunderbar sind. Aber wer einen richtigen Fischboilie haben möchte und Fisch zieht Karpfen, das ist definitiv so, auch Schleien sprechen sehr gut auf Fisch an, der ist mit dem Rubby Dubby perfekt bedient.
Und der setzt wegen der großen Poren auch seine Gerüche gut frei. Hat, wie gesagt, die natürlichen Inhaltsstoffe, eine ganz tolle orange Farbe. Wir haben dazu die passenden Pop-Ups und auch den passenden Dip. Und wer in den Dip genau reinschaut, erkennt zum Beispiel hier auch, dass ein richtiger Fisch da drin ist. Also wir türken hier nicht. Genauso ist im Yellow Zombie richtige Ananasstücke drin, getrocknete Ananas. Für den Hersteller, für die Fabrik ist das eine Hölle, mit solchen Sachen zu arbeiten, weil es sich nicht so homogen extrudieren lässt wie normaler Teig. Aber das war unsere Forderung. Natürliche Inhaltsstoffe, reich an diesen natürlichen Inhaltsstoffen. Und wir wissen immer noch, dass die Leidenschaft des deutschen Anglers zu großen Teilen doch das Karpfenangeln ist. Nicht jeder geht mit dem Boilie los. Aber diese Boilies sind auch so angelegt, dass man ohne langes vorheriges Anfüttern damit zügig Erfolg hat, da sie eine relativ schnelle Auflösegeschwindigkeit haben. Und wir hatten im letzten Jahr mit unserem Bloody Chicken schon riesigen Erfolg und sind hundertprozentig sicher, dass wir mit dem Rubby Dubby und Yellow Zombie diese Erfolgsspur nicht verlassen werden. Wunderbar, nee, die machen schon mal einen super guten Eindruck. Ich bin gespannt. Ich bin jetzt auch... Ess doch mal einen. Ja, hab gut gefrühstückt heute Morgen. Nee, vielen Dank. Das war sehr interessant. Die Produkte machen einen super guten Eindruck. Und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg hier auf der Anspo. Gerne, Jean. Danke, Freck. Danke. Tschüss. Ciao.